Es wird Zeit, euch mein neues Projektauto zu zeigen. Es steht schon hier hinter mir in meiner Garage. Und ja, die Garage ist mittlerweile sehr voll. Fast geplatzt. Ich erfülle mir mit diesem Auto einen langjährigen Traum, den ich wirklich schon sehr, sehr lange umsetzen will. Jetzt kann ich es machen, weil ich habe endlich die Möglichkeiten dazu. Und ja, ich rede gar nicht lange drum herum. Ich zeige ihn euch jetzt einfach. Ein BMW E46 328i. Ich habe ihn jetzt mal rausgefahren, weil ich finde, die Farbe sieht wirklich crazy aus, vor allem bei Sonnenlicht. Es ist übrigens keine originale BMW-Farbe. Ich muss euch kurz ein bisschen was zu der Story zu dem E46 erzählen. Und wenn ich euch die ganze Story erzähle, werdet ihr mich wahrscheinlich dafür steinigen, dass ich vorhabe, dieses Auto komplett auseinanderzunehmen und daraus einen kompletten Drifter zu bauen. Weil eigentlich ist er viel zu gut und viel zu schade dafür. Ich hatte mal wieder so Langeweile und habe dann mal wieder so auf eBay Kleinanzeigen gescrollt. Ich glaube, so fängt jede Story an, oder? Wenn man sich so ein Projektauto kauft, eBay Kleinanzeigen. Auf jeden Fall habe ich da dieses Schmuckstück hier gesehen und dachte mir so, sieht eigentlich ganz schick aus, M-Paket, Lack sieht auch noch in Ordnung aus. Auf jeden Fall bin ich dann vorbeigefahren und dachte mir so, was soll passieren? Einfach mal anschauen, kann ja nicht schaden. So, und dann sehe ich hier dieses Auto komplett neu lackiert. Der Besitzer hat mir noch vorher Fotos geschickt und hat gesagt, ich habe das Auto komplett lackieren lassen. Und ich so, warum? Warum? Das ist ein alter E46, Baujahr 98, 300.000 Kilometer auf der Uhr. Ich wollte den eh umbauen und ob der Motor überhaupt so drin bleibt, ist noch fraglich, wahrscheinlich auf Dauer nicht. Aber dann stehe ich da vor diesem Auto, komplett rostfrei, komplett neu lackiert und dachte mir so, hey, what the fuck? Und ja, okay, über die Felgen lässt sich streiten. Die finde ich jetzt auch nicht besonders, aber die kommen sowieso runter. Auch das Interieur an sich ist noch top gepflegt. Er hat so viel Ausstattung, die auch wirklich noch komplett von vorne bis hinten funktioniert und hinzu kommt, dass er auch einfach noch TÜV hat. 2 Jahre, also der hat relativ frisch TÜV bekommen. Deswegen ist es eigentlich eine Schande, dieses Auto jetzt zu nehmen und auseinanderzuschrauben und ihn komplett anti-TÜV straßenverkehrstauglich zu machen. Aber der Preis war gut. Der Preis war wirklich gut. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was ich für dieses Auto bezahlt habe. Also wie gesagt, 300.000 Kilometer auf der Uhr, Baujahr 98 BMW, E46 328i und alles wirklich voll funktionsfähig und frisch lackiert. Und hinzu kommt, dass der Typ mir einfach noch eine komplette Kofferraumladung an Teilen mitgegeben hat. Von Scheinwerfer bis hin zu funktionsfähigen Zündspulen bis hin zu den Angel Eyes, die er noch einbauen wollte. Ich habe selber noch gar nicht reingeguckt. Sämtliche Klipse, Halterungen, alles dabei. Die hätte er ja auch, ich sag mal, einzeln noch mal verkaufen können. Aber die Mühe wollte er sich wahrscheinlich nicht so machen. Die Story war dann noch relativ interessant, die er uns erzählt hatte. Aber er hat einfach dieses Auto wohl ein Jahr lang aufgebaut und da das Doppelte laut seiner Aussage reingesteckt, für was er jetzt das Auto ungefähr verkauft hat. Wirklich zu absolut unterm Preis, meiner Meinung nach. Für mich ja gut, weil ich wollte ein günstiges Auto, eine günstige Basis und am besten nicht durchgerostet. Das war das Wichtigste. Deswegen bin ich nämlich weggegangen vom E36, was es ursprünglich werden sollte. Erstmal so unnormal teure Preise mittlerweile für ein E36 zu bezahlen. Du findest teilweise so durchgerostete E36 im Netz und die wollen dafür irgendwie noch 8.000 Euro haben. Und dann bist du erstmal nur mit Schweißen und keine Ahnung was beschäftigt. Also die Basis sollte halt einfach schon mal fahrbar sein. Das war das Wichtigste. Dass der Motor funktioniert, dass das Getriebe funktioniert, dass nichts durchgerostet ist. Und das ist ja hier definitiv gegeben. Ich werde ihn jetzt auch erstmal anmelden für die nächsten paar Wochen, um damit so gewisse Sachen schon mal zu machen, damit ich nicht jedes Mal trailern muss, weil ich habe aktuell noch keinen Trailer. Ja, er hat ein voll funktionsfähiges Apple CarPlay Radio drin. Guck mal, das hätte er auch eigentlich komplett nochmal extra verkaufen können und alles. Also ganz viele Dinge hier drin hätte er nochmal extra verkaufen können. Ich habe entdeckt, er hat ein elektrisches Heckrollo. Wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass es das im E46 gibt. Ich dachte, das gibt es erst so ab 5er BMW. Dann hat er Sitzheizung, Memory-Sitze, alles elektrisch. Die beige Innenausstattung hat er wohl nachgerüstet. Wenn man das Auto anmacht, ist, da kommen wir jetzt zu dem etwas Negativen, was jetzt noch gemacht werden muss. ESP, ABS-Fehler ist drin.
da müssen wir mal schauen, ob es nur eine Kleinigkeit ist wie ein Sensor, vielleicht das Radlager oder das Steuergerät. Man hört es jetzt wahrscheinlich nicht über mein Mikro, aber ich finde, es klingt auch so, als ob er irgendwie Falschluft zieht. Also ich weiß auch nicht, wie man auf die Idee kommt, sich da solche Felgen drauf zu packen. Das sind wohl die vom 6er BMW. Ich weiß nicht, ich finde die einfach abgrundtief hässlich. Ist 19 Zoll, aber es wirkt einfach gefühlt wie 23 auf diesem Auto. Steht auch brutal weit raus. Das nächste, ich hoffe, man kann es erkennen. Ja, diese Aussparung hier für den Auspuff ist jetzt nicht so ganz so perfekt gemacht. Hier hat es auch schon so ein bisschen gekokelt, weil es einfach zu nah am Plastik dran ist. Naja, und das Lackieren an sich, muss man sagen, gut gemeint, ist aber scheinbar nicht allzu gut gemacht, weil hier sieht man, bricht auch schon alles wieder auf. Und deswegen, der erste Schein trügt. Im ersten Moment denkt man sich so, nein, das ist voll das gute Auto, mach es nicht. Aber dann siehst du so das und denkst dir so, doch, genau dafür ist die Karre da, einfach alles auseinanderbauen und einen Drifter draus machen, schöne Folie draufpacken. Was ich ganz schick finde, sind so diese Carbon-Elemente hier. Ich weiß jetzt nicht, ob das wird wahrscheinlich kein echt Carbon sein, oder? Ich weiß es nicht. Hier und vorne auch der Grill, das sieht ganz schick aus. Also so vom gesamten Grundkonzept, wenn man von Weitem weg guckt, denkt man sich wirklich einfach ein absolut perfekter E46. Ich habe auch noch nicht drunter geschaut. Das ist jetzt der nächste Step, weil wie sieht er eigentlich drunter aus? Auch wenn er jetzt TÜV hat, wir wissen alle, TÜV hin oder her, aber ich überzeuge mich lieber selbst. Szene und Licht hat der gute Herr auch nachgerüstet. Ich habe mich jetzt noch gar nicht so viel mit dem Auto befasst und ich bin ihn auch noch gar nicht viel gefahren. Deswegen mache ich jetzt erstmal eine kleine Testfahrt, würde ich sagen. Also wir sind jetzt knapp 300 Kilometer mit dem Auto gefahren und es ist nach wie vor nichts daran auszusetzen. Einmal auf Drehzahl bringen. Der zieht schon gut durch, ne? Aber irgendwas klingt hier undicht. Hörst du das? Die ganze Richtung ist alle warm. Aber sowas schon? Okay, da achten wir jetzt nicht mal so drauf. Also er verbrennt auf jeden Fall Öl. Man riecht's. Jetzt, wenn man mal ein bisschen auf Leistung fährt. Bremsen sind okay, hat er wohl neu gemacht, hat er gesagt. Komm, wir steigen mal aus. Also der hat hier locker noch so dick Profil. Keine Ahnung, aber die Fingerkuppe verschwindet da schon drin. Das sind halt ultra breite Reifen. Ja, ich weiß nicht, also die Felgen sind schon krass hässlich, ne? Brutals hässlich. Eigentlich haben wir jetzt herausgefunden, ist der Wagen in einem guten Zustand, oder? Eigentlich in einem perfekten. Eigentlich in einem perfekten, ja. Und wenn ihr wissen wollt, wie es mit dem E46 weitergeht, dann vergesst natürlich nicht, meinen Kanal zu abonnieren.